Gut, nur aufpassen, wenn ihr den einmal geaggrot hat, ist er eigentlich ganze Zeit irgendwo um euch herum. Deshalb gucken. Ab und zu kann natürlich sein, dass ihr Pech habt und sozusagen ein bisschen zu weit außen steht. Das heißt, er kann euch dann immer noch angreifen, wenn ihr Pech habt. Jetzt werde ich mich gleich erschrecken, weil der Enderman bestimmt irgendwann mal zu mir sich wieder teleportiert und mich dann einmal haut. Ist noch hier Enderman? Nein. Ist ein großer Marble-Raum. Also Marble sieht hier natürlich nicht so schön aus wie in so einem, in diesem Texturen-Packet. Ist aber nicht schlimm. Aber Marble braucht man auch für nichts, also von daher. Stecken wir uns hier, weil ich immer noch ein bisschen Angst habe, dass der Enderman plötzlich wieder kommt. Aber kann sein, dass er sich sozusagen einmal höher teleportiert hat und sich so vielleicht ein bisschen beruhigt hat. Oh, hier war noch Iron. Das ist auch Lead, ne? Ja, das ist nur Lead und Silver hier. Blöd. Ich bräuchte ein bisschen Tin. Da habe ich Tin auch. Silver, Iron, sowas, ne. Weil wenn wir uns eine Batteriebox bauen wollen, muss man ja auch, also man kann beeinflussen, wo sozusagen die Energie raus und rein geht. Ist aber ein bisschen blöd am Anfang. Deshalb hat man lieber, soll man sich lieber so einen Wrench bauen. Einen Wrench baut man sich halt, indem man Bronze-Button sich macht. Und Bronze-Button macht man sich, indem man sozusagen Tin-Dust und Copper-Dust zusammen macht. Weil das ist auch so im echten Leben, Bronze, oder? Bronze ist Kupfer. Also es gibt, glaube ich, verschiedene Arten von Bronze. Ich bin halt auch nicht sicher. Ich habe da jetzt nicht so viel Erfahrung mit den ganzen Sachen. Ich weiß nur, Kupferkabel gibt es ganz normal, klar. Ist, glaube ich, aber auch hier mal ein Begriff, da meistens Kupfer eines der wertvollsten Materialien auf der Welt ist, weil es selten vorkommt oder seltener vorkommt. Hier ja halt nicht in Minecraft. Schön Silber abbauen hier. Braucht man für die Glasfaserkabel und das sind die besten Kabel, die es dann halt gibt. Braucht man halt Silber. Ja klar, ich habe eine Diamond-Rüstung, bräuchte eigentlich keine Angst zu haben, aber ein Enderman trotz Diamond-Rüstung haut er immer noch gut rein. Also ich glaube am Anfang zieht er einem so bis zu 5 Herzen, glaube ich, ab. Wenn man jetzt keine Rüstung hat. 5, 4. Also ich glaube auf jeden Fall zwei Schläge überlebt man, beim nächsten wäre man dann tot. So. Immerhin ein gutes hat es. Marble hat seine Eigenschaft behalten, weil meistens wo Marble in der Nähe ist, sind sehr viele Ressourcen in der Nähe. Damit ist das auch nicht falsch. So. Gut, aber ich höre den Enderman auch nicht mehr schreien mit seinem komischen Krr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 r
Das Besondere, ja, was heißt das Besondere? Das Blöde ist halt nur, wenn man in den Höhlen halt hell macht, heißt trotzdem nicht, dass da keine Monster spawnen oder sowas. Also direkt werden, glaube ich, keine Monster spawnen, das ist richtig, aber heißt ja nicht, dass wenn, keine Ahnung, die in dem Lichtfeld halt nicht sind, keine Ahnung, hier ist das Lichtfeld, er ist hier hinten in der Ecke, spawnt da, dann kann er ja immer noch runter, denn das Licht ist ja nicht in der Richtung da, oh, keine Monster kommen so in die Richtung. Also sie beschützen einem halt nicht von den Monstern. Oh, hier haben wir aber einiges an Kohle. Das ist gut, damit können wir unseren Generator noch ein bisschen mehr aufpowern, statt immer mit der ganzen Holz und so. Was eigentlich nicht richtig ist, weil man Holz eigentlich so braucht. Ich habe jetzt einfach das Holz genommen, weil ich dann sehr viel davon habe. Den Schad hatte ich hier gar nicht aufgehoben. Noch besser. So. Immer mehr Uranium, was uns aber nicht viel bringt, weil man früher dieses Uranium, was man gefunden hat, auch einfach eingetauscht hat gegen Diamanten. Da wir das jetzt aber auch wieder nicht können oder nie, es nicht mehr gibt. Ach, das ist Tin. Cool. Ah, cool, das ist Tin. Was wir brauchen. Und Kupfer brauchen wir. Aber Kupfer habe ich, glaube ich, irgendwo oben gesehen, weil ich glaube, Kupfer ist einer der mehr häufig vorkommenden Elemente. So. Genau, damit haben wir Tin, Silver, Iron. Mal hier, baue hier das Iron ab. Das ist natürlich das super Gute bei Marble, wenn man das jetzt nicht, wenn das jetzt abbaut und kein Iron mehr zu sehen ist, weiß man automatisch, hey, da ist ja gar nichts mehr, weil man, normalerweise muss man ja immer noch bei dem Stone herumgucken, ob da vielleicht noch was ist, etc. Bei dem Marble weiß man, wenn es sozusagen abschneidet, gibt es da nichts mehr. Zum Beispiel nochmal Iron. Manchmal die Lücke hier auch hell. Aus einem einfachen Grund, hell ist besser. Fühle ich mich auch ein bisschen sicherer. So, wichtigste ist, wenn wir noch immer hier Steine haben statt die Arrows. Wie schnell irgendwas noch einen Fluchtweg bauen kann. In Richtung so. Ah, da kann man auch vielleicht testen. Lead Ore kann man halt nicht damit abbauen. Und Tin, wie man hier so sieht, was so auch so ein bisschen silbrig ist, kann man mit der Pickaxe abbauen. Also dann erkennt man Tin oder Lead oder Silver Ore, weil Lead Ore, was eh schon bläulich ist, das man eigentlich erkennt, und Tin Ore lässt sich halt noch mit einer Stone Pickaxe abbauen, Silber schon nicht mehr. Das Wichtigste wäre jetzt eigentlich, dass ich irgendwo schnell noch Kupfer finde, aber was heißt schnell Kupfer finde? Dass ich Kupfer finde, also Kupfer. Haben wir denn eigentlich? Wir haben über einen Stack Kohle gefunden. Das wird uns einiges helfen. Dann können wir nämlich uns noch einige von den, wie heißt er nochmal? Ah, cool. Wir haben noch welche von den seltenen Steinen, die ich definitiv mitnehmen werde. Können wir uns noch ein paar Sonnenkollektoren bauen, wenn wir genug Kupfer haben. Ach, Kupfer sage ich schon. Wenn wir genug Iron haben. Ach, Kohle. So, jetzt habe ich meine Kohle, weil die brauchen auch Kohle. Und wenn wir jetzt viel haben, können wir mehr davon bauen. Weil die liefern natürlich nicht super viel Strom. Und auch nur, wenn es Tag ist. Weil normalerweise ist es, wenn es Nacht ist, sind wir hier unten. Das heißt, über den Tag, über den Tag müsste sich halt das aufgeladen haben. Oder wir sind jetzt auch zum Beispiel tags unten drunter. Weil es halt nicht anders ging, ne? Oder ich halt länger hier bin. Irgendetwas herumkrauchen. Jetzt weiß ich nur nicht wo. Ah, hier haben wir zum Beispiel noch Iron gefunden. Und Iron ist halt allgemein wichtig, weil wir Iron brauchen, Refined Iron brauchen. Das ist immer so die doppelte Kosten. Und zu sagen, dank dem Macerator können wir sozusagen für jeden Iron, den wir finden, einen normalen Iron machen und einen von dem Refined Iron machen. Das kann man natürlich auch so sehen. So. Den Iron haben wir, den Iron haben wir, den haben wir. Jetzt Kohle. Sind wir, glaube ich, schon bei fast zwei Stacks, die wir gefunden haben. Das ist sehr gut. Sehr gut. So. Diese ganzen Zusatzedelsteine sind halt auch sehr gut. Wie Rubin, Saphir etc. Aus dem einfachen Grunde.
aus denen kann man halt Sachen bauen, die wie Diamant gelten, aber nicht erstens nicht so haltbar sind und zweitens mit einer von diesen Saphir-Pickaxes und sowas kann man kein Obsidian abbauen. Also man kann Obsidian echt nur mit einer Diamant-Pickaxe abbauen, ist okay, finde ich okay, aber wenn man zum Beispiel sich ein Saphir-Schwert macht, was erstens cool aussieht, oder was heißt cool aussieht, was sehr schön aussieht, macht es sozusagen Schaden, als würde man ein Diamantschwert miteinander führen. So, wie ich sehe, ich bin voll, nehme ich das hier weg. So, und wer es nicht wusste, Strings kann man auf dem Boden tun, das sind dann halt diese kleinen Fäden, die man halt für diese Hookwire braucht. Nicht zu empfehlen, wenn man selber was bauen möchte, um einen etwas zu erleichtern. Und das auch Monster auslösen können. Also das ist dann immer so eine Sache. So, dann haben wir hier den blauen Saphir. Also Saphir ist allgemein blau. Was schmeißen wir dafür weg? Komm, nehmen wir das mal weg hier. Können wir mal den blauen Saphir hier aufheben. Wie man sieht, haben wir hier einiges von diesen blauen Saphiren. Joinks. So, hier ist Ende. Also 8 Stück und 7 davon, könnt ihr euch schon mal vorstellen, was man alles damit bauen kann. Man kann sich zum Beispiel eine Axt davon bauen, eine Pickaxe davon bauen. Also im Grunde, also wenn wir von den 8 können wir uns eine Axt bauen. Das sind 6, eine Axt und eine Pickaxe davon bauen. Und sozusagen noch ein Schwert. Also das ist schon mal einiges. Und dann hat man sozusagen sowas wie ein Diamant, Schwert, Axt etc. Aber ist da nicht hin? Nein, das ist Lead Ore. Sieht man, weil es so leicht bläulich ist. So. Nimm mit. So. Und das ist Silber, oder? Oder das ist Tin. Ah ne, das ist Tin. Gut. Nehmen wir das auch nochmal mit. Weil je mehr Tin wir haben, desto besser ist es. Man kann natürlich die... Tin braucht man allgemein nicht viel zum Mischen, aber man braucht es sehr viel für die Batterien, weil jede Batterie braucht Tin. So, und das ist schon wieder Silber. Silber braucht man halt für die ganzen Verkabelungen, für die besten Verkabelungen, sagen wir es mal so. Kann man natürlich auch Redstone benutzen, aber ich glaube, wenn man Silber benutzt... Oh, wie war das nochmal? Ja, das stimmt. Diese Glasfaserkabel kann man machen. Wenn man dann aber Silber benutzt, bekommt man 6 Kabel daraus. Wenn man Redstone benutzt, bekommt man nur 4 raus. Aber da man 2 Diamanten dafür opfern muss, will man natürlich nur das beste Ergebnis haben. Jetzt gehen wir auch hier raus. Dann nächstes Mal, wenn ich rausgehe... Oder da ankomme, wo ich hoch und runter gehe. Also am besten, wenn ich mir einen kleinen Marker mache. Ich den sozusagen immer wieder finde. Stimmt, hier ist die Mine. Ich mir hier noch das Iron wegschnabulieren. Dann muss ich irgendwo noch auf Koppersuche gehen. Ich weiß nicht, ob das hier die richtige... richtige Ort dafür ist. Oh, wie? Haben wir schon über einen Stack? Oh cool, wir haben schon über einen Stack an Iron. Das heißt, wir haben 2 Stacks an Iron insgesamt. Okay, das ist sehr creepy. Hier. Wow. Ja genau, und da ist auch ein Creeper. Wow. Kommt er? Da. Hier ist jemand runtergefallen. Gut. Schlecht, ich weiß es nicht. Lava. Eine Mine ist sehr gut, weil die Tricks, die ihr hier findet, kann man auch als ganz normale von diesen Railroad-Tricks benutzen. Das heißt für Railcraft. Das heißt, ihr müsst ihr euch nicht bauen, weil wenn ihr die sozusagen Tricks bauen wollt, kostet euch das sehr viel besonderes Material. So. Gold, bitte. Achso, stimmt, Gold kann ich auch nicht mitnehmen. Was schmeiße ich weg? Hier Knochen. Oh, ich habe einen Sattel gefunden, cool. Habe ich jetzt gerade erst mal bemerkt. Aufpassen, man hört rechts Lava, da ist sie auch. So, jetzt brauchen wir Copper und kein Gold. Aber Gold brauchen wir auch, weil Gold ist auch sehr wichtig, wenn wir uns zum Beispiel ein Quarry bauen wollen oder sowas. So. Nee, Silber, sowas, nee. So.
So, wir machen am besten mit dem Schwert herumlaufen, falls was uns angreift. Scheinen hier aber einigermaßen sicher zu sein. So. Das heißt, wir haben schon mal genug Iron, das reicht schon mal. So, und jetzt gehen wir hier links. Und dann müssen wir eigentlich in unsere Höhle wieder ankommen. Genau, und dann hier ist die Lava und hier runter, bei diesem Ferris Ore geht's runter, genau. Perfekt. Mach dann mal jetzt Hole und Rot. Danke. Damit ich weiß sozusagen, dass ich hier immer hoch und runter kann. So. Müssen wir aufpassen, nicht, dass hier irgendwas gespawnt ist. Ich glaube, ich dreimal was hier überrascht. Ein Creeper, eine Spinne und ein Skeleton. Also so ein Skelett. Das fand ich dann nicht sehr witzig. So. Heißt, ich werde jetzt mal... Ah, geht auch nicht. Es ist dunkel. Ah, Mist, 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 Mist. Eigentlich wollte ich dann machen, dass ich hier sozusagen das Iron schon mal zerkleinern lasse. Was ich aber trotzdem tun werde. So. No. Komm, die Cards gebe ich mal hier rein. Diese anderen Funde etc. gebe ich mal hier oben. So, das ist hier. Den Card hätte ich auch hier rein tun können, aber ich bin ja so bekloppt. Ein Chest-Card ist ein ganz normales Chest-Card, sind sozusagen ein Card mit einer Chest drin. Ein TNT-Card ist ein ganz normales Card mit TNT, was aber... Wow. Habt ihr den Enderman da gesehen? Also es regnet draußen. Gut, das erklärt den Enderman. Huh. Habe ich Angst gehabt. Ich dachte, das ist immer noch der eine, der mich noch verfolgt. Wow. Iron Dust rausnehmen. Iron Dust reingeben. Hey! Raus hier! Hier ist niemand erlaubt. Phew. Glück. Es regnet. Hm. Dann kann ich das ja rausnehmen in der Richtung, weil hier habe ich das ja so. Genau. So, und jetzt gehen wir einfach mal Kohle rein, die wir ja gefunden haben. Die heizt natürlich länger, wenn man dann hier so... Die produziert 4000 und die gerade mal 750. Das heißt, mit Kohle kann man natürlich viel mehr hier machen. So, hier raus. Da wieder rein. Tin. Oh, genau. Hm. Mach ich das denn jetzt am besten? Ich brauche auf jeden Fall mehr Kabel. Das heißt, ich brauche mehr Kupfer. Nehmen wir dieses... Ach. Diesen Kupfer und machen mal hier mehr Sachen. So, was ich aber noch reingeben möchte, ist das, das, das. Das, das, das. Da bitte sortieren. Wo? Ich glaube, das ist oben. Ja, genau. Ist hier oben. Sortieren. Glas brauche ich auch. Ich brauche drei Glas, drei davon. Sechs. Das sind sechs Stück. Gut. Oder? Ich habe doch sechs. Ne, ich habe nur drei Dust. Okay, muss ich mir gleich mal mehr machen. Okay, dann habe ich das. Wo fange ich am besten an? Wo fange ich am besten an? So, zuerst mal ein bisschen Inventar aufräumen. Das weg. Die Enderperle kann weg. Ach, der Iron, das Iron Sword hat hier gedroppt. Brauche ich nicht. Kann ich wegschmeißen. So, wollte ich nämlich jetzt Rubber machen. Mit den, also mit Rubber ein paar Kabel machen, genau. Weil Rubber an sich braucht man für nichts anderes außer Kabel. Also... Außer man macht sich noch zum Beispiel hier mit Wolle noch Rubber Boots. Das heißt, man leidet weniger Fallschaden. So. Ich glaube, da müsste auch klappen. Ne, gar nicht. Ich habe dann sogar noch ein paar übrig. So. Haben wir ein paar mehr Kabel. So. Rubber kommt rein. Copper kommt rein. Bitte sortieren. Kabel kommen raus. Wir haben Tin Ingots. Wir haben die. Wir haben das und das. Okay, 26 Iron. So. Wie viel kommen da denn noch? Oh, da kommen noch einige. Gut, dann nehmen wir einfach jetzt die 42 und machen die in Refined Iron. So.
Und man sieht, es ist hier schon einiges runtergegangen an der Map oben. Und wenn wir gucken, hier ist unser Digging Hole und da unten, 82 Meter entfernt, in der Tiefe, ist dann unser anderes Ding. Sehr interessant. Hier, genau, man sieht hier Link Ingot Factorization und diesen Lead Ingot, aber macht keinen Unterschied. Viele Sachen, die hier so sozusagen zusätzlich sind, machen irgendwie keinen Unterschied und ich weiß auch nicht, weshalb die dann so eingefügt wurden. Aber ich glaube, sie sind einfach, weil der eine das programmiert hat, der andere das, da hat man lieber gesagt, komm, dann ist es einfacher vielleicht alles auf ein sozusagen miteinander zu verbinden, statt alles komplett neu zu machen. So, was als wir brauchen? Eine Bedbox. Eine Bedbox braucht man aus Batterien. Die können wir ja so bauen schon. Ich glaube, wir haben Tin und Holz. Genau, Tin haben wir ja hier, ne? Jo. Drei Batterien brauchen wir. Okay, das heißt, wir brauchen auch Redstone. So. Redstone, Holz, Kabel. So, wir brauchen drei Stück. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Drei Batterien. Ein Kabel, 1, 2, 3 Batterien und ja, falsch. Wir brauchen nämlich sowas. 1, 2, 3 und ein Kabel oben. Genau, die Bedbox. So, zack, einmal. Gut, dann nehmen wir uns mal... Oh, Kohle ist aufgebraucht. Komm her. Brauchen mehr, so. Na gut, klar, wenn man mehrere... Gegenstände aneinander miteinander verbunden hat, ist es klar, dass natürlich mehr.